Das diesjährige Thema am Tag der Hand sind Sportverletzungen. Mein Name ist Dr. André Saal, ich bin Leiter der Sektion Hand- und Fußchirurgie am Klinikum Bamberg und möchte Sie heute zu diesem Thema informieren. Die Hände und Finger sind sowohl bei Ballsportarten als auch beim Individualsport wie Klettern oder Skifahren immer wieder der Gefahr von schwerwiegenden Verletzungen ausgesetzt. Sei es der von vorne auf den ungeschützten Finger auftreffende Ball, der Sturz aufs Handgelenk oder ganz klassisch die Verletzung des Daumens durch den gehaltenen Skistock oder Fahrradlenker. Von Bänderrissen, zum Beispiel dem sogenannten Skidaumen, über Sehnenverletzungen bis hin zu Verrenkungen der Gelenke und Knochenbrüche sind alle Arten von Unfallfolgen denkbar. Eine häufige Verletzung am Daumen ist der sogenannte Skidaumen. Hierbei kommt es zu einer Zerreißung der seitlichen Bandverbindung am Daumengrundgelenk, welche für die Alltagsfunktion und Stabilität des Daumens erhebliche Folgen nach sich zieht. Ein weiteres Beispiel einer häufig vorkommenden Fingerverletzung ist die sogenannte axiale Stauchung des Fingers. Hierbei trifft zum Beispiel ein Ball von vorne auf den Finger und führt hierbei zu Stauchungsverletzungen des Fingerend- oder Mittelgelenkes mit Verrenkungen oder Brüchen. Auch ein Abriss der Strecksehne über dem Endgelenk ist hier häufig zu verzeichnen. Um eine möglichst rasche und komplikationsfreie Heilung der Verletzungsfolgen zu gewährleisten und einen raschen Wiedereintritt der Arbeits- und natürlich auch der Sportfähigkeit zu erreichen, empfehlen wir Ihnen im Falle von Handverletzungen, uns, Ihre Handexperten am Klinikum Bamberg, zu kontaktieren. Wir bieten Ihnen umfassende, kompetente Hilfe in Diagnostik und Therapie, natürlich bei allen Verletzungen der Hand, nicht nur denen, die beim Sport passieren.